Ah, Innsmouth-Zeuge und so. Bringt die Sklaven an die Küste und zwar zu der Stunde, da der Mond am höchsten steht. Ritzt die unheiligen Namen Naschirtnam und Nsargwalden irgendwas in ihre Haut und vermengt in einer Grube ihr Blut mit Sand. Gebt dann das Auge des Delfins hinzu und sagt dreimal Jeutsmen Krasch Ahok Ra Kef Kef. Lasst die Sklaven ins Wasser kriechen und richtet euer Gebet an die wachsenden Augen unseres Meisters. Okay. Das war dann wohl das Buch des Dagon. Mystische Bücher. Buch von Mer. Ja, das war dann wohl das hier. Cool. Haben wir gefunden. Wahrscheinlich blitzt es hier überall so herum, wo die Bücher sind. Oh, und kann das jetzt mal da mit der komischen Kamera aufhören? Das macht mich ganz kirre. Alkohol. Ja gut, damit können wir uns ein Medikit machen. Das werde ich auch tun. Und dann werde ich auch gleich eins nehmen. Weil wir schon weniger als die Hälfte von unserem Leben haben. Und gesammeltes mystische Bücher, Buch des Dagon. So, Fertigkeiten. Wir haben einen weiteren Wissenspunkt. Und ich weiß echt nicht, wo wir den einsetzen. Man kann so doppelt so schnell Fallen aufstellen. Wir haben halt noch keine Ahnung, wie man Fallen macht, ne? Wobei das wahrscheinlich echt praktisch wäre. Das haben wir schon gelernt. 7 zusätzliche Munition. Was ist das hier? Ein zusätzliches Erste-Hilfe-Set. Das ist vielleicht nicht schlecht. Was ist das hier? Du bleibst deutlich länger bei Verstand. Zum fertigen bei dir tragen. Ich glaube, ich lerne das hier, damit wir mehr tragen können. Machen wir einfach mal. Heute So. reduziert. Heute reduziert. Ja, dann nehme ich mal deine Waren mit, ne? Wie jetzt? Nix im Sonderangebot, das gibt's doch nicht. Sollte hier nicht mein Boot stehen? Na toll, es steht dort hinten. Och, Menü. Muss ich einmal drumherum laufen, na gut. Links rum, oder? Ja. Hoppala. Dann muss ich aber wieder den kleinen Weg durch das gefallene Be Gebiet nehmen. Da sprinten wir dann einfach mal schnell durch. Einfach kurz durch. Ohne großartig zu gucken, wir lassen uns nicht aufhalten. Guten Tag, die verehrten Herren, ich bin nur auf der Durchreise. Okay, wie muss ich jetzt? Einfach geradeaus. Einfach geradeaus. Ach nö, Jungs, lasst mich doch in Frieden. Oh. Oh, Spaghetti-Gesicht. Da ist eine Riesenkiste. Oh. Da ist eine Riesenkiste gewesen. Die will ich mir holen. Die Viecher laufen da aber noch rum. Ich halte mal ein bisschen Abstand, bis die wieder despawnen. Machen wir so den kleinen Trick. Vielleicht sind sie jetzt wieder weg. Nee, er ist immer noch da. Die sind alle immer noch da. Der kann mich hier nicht erwischen. Verreck endlich! Ja, wir werden wahnsinnig. Entspann dich. Okay, dann halt zuerst die Kleinen. Sieh mal, die kann man ganz leicht fertig machen mit einem Schuss. Oh Gott! Verdammt, ich brauche einen. Ich brauche was zur Beruhigung der Nerven. Geht das?
Ja. Oh, er ist noch nicht tot. Wir haben keine Munition mehr. Doch, das ist keine gute Idee, dass wir hier so alles verballern. Hey, ich dachte, ich hätte doch nachgeladen. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Also. Ha! Ach, und der heilt die. Oh, diese Drecksau. Na toll, jetzt habe ich keine Munition mehr. Ganz toll. Mein Boot ist recht weit weg. Komm, beruhig dich. Die geistige Gesundheit steigt wieder. Es ist alles okay. Ganz ruhig atmen. Toll. Das ist echt blöd. Das ist echt blöd gelaufen. Ich fahre jetzt nochmal zurück und hoffe, dass die Dinger dann weg sind. Damit ich mir die große Kiste dort holen kann. Weg. Schießpulver. Eine Patronenhülse nur. Na toll, das hat sich ja. Das hat sich ja dermaßen gelohnt. So. Jetzt aber, wo wollen wir hin? Hier lang. Also diese befallenen Gebiete sind echt nichts Gutes und. Diese Viecher, die sich so das Maul aufhalten. Ja, wir fahren genau in die falsche Richtung. Mann, du bist echt ein super Typ hier mit meinem Orientierungssinn. Ganz toll. Hier können wir auch anlegen, was hier wohl ist. Ich will's gar nicht wissen. Lass mich in Ruhe. Ich gehe jetzt tauchen. Ich gehe jetzt auf den Tauchgang. Das wird wahrscheinlich meine letzte Entscheidung sein, die ich hier in diesem Spiel treffe. Nachdem wir tauchen gegangen sind, bin ich sicher, also ist wahrscheinlich nicht nur der ein psychisches Wrack, sondern ich auch. Wir sind fertig mit den Nerven, wir beide. So. Wieder am Hafen. Ach, ich dachte schon. Hier haben wir sicher schon alles ausgeräubert, ne? Ja. Naja. Also, wo müssen wir hin? Ups. Hier lang. Was ist das da? Diese Säule. Ah, war hier nicht der, wie hieß er? Victor oder? Keine Ahnung. Was ist diese Säule dort? Das sieht doch nicht, richtig aus. Okay. Ich würde liebend gerne herausfinden, was das ist. Aber es soll uns egal sein, zumindest jetzt erst, denn jetzt gehen wir tauchen. Und zwar, ja toll. Ich muss noch ein bisschen weiter zurück, damit ich hinten bei der Telefonzelle irgendwo in den Hafen rein kann. Hier. Hier war das ganz genau. Ja, und ich denke, hier stand dann auch der Typ, für den wir die Schiffe besucht haben. Also. Kann man hier hoch? Sieht wunderbar aus. Ja, wunderbar. Wo ist unser Boot? Es ist beim Anlegestelle Nummer 3. Die Tür gibt nicht nach.
Weil hier waren wir auch schon mal drin, ne? Das war unser allererster Fall, als wir den Typen gesucht haben. So. Patronenhülsen. Hey, eine Patronenhülse. So. Hier waren wir auch schon. Was ist das? Ach. Jede einzelne Kammer wurde geleert, aber riecht noch nach Schießpulver. Ach ja, das haben wir ja schon gemacht. So, ist hier unser Boot irgendwo? Hier müsste es sein. Die Titania oder was? Sollen wir die nehmen? Oder... Ach ja. Wir fahren mit so einem kleinen Ding irgendwie. Na gut. Ah, okay, wir sind direkt... Wir sind direkt so gefahren. Und das... Jetzt sind wir... Hier. Devil's Teeth. Also nicht Devil's Pike oder Devil's Dick oder sonst irgendwas, sondern der Teufelszahn. Ich glaube, ich werde hier mal lieber gehen. Nicht, dass ich hier runterfalle und kläglich ersaufe. Und hier kann ich jetzt runtertauchen, oder wie? Okay. Kann ich hier hochklettern? Nee. Gut, dann... Also, was sagt man so beim ersten Tauchgang? Hals- und Beinbruch oder gut Luft holen? Ach du Scheiße. Och, mach doch so eine Scheiße nicht, das... Oh, nee. Mach doch sowas nicht. So, jetzt sind wir hier. Also. Tauchen, T drücken zur Information. Also. Mit dem Harpunengewehr kannst du feindselige Kreaturen für kurze Zeit betäuben. Aha. Die Signalpistole sorgt für Licht und kann dazu genutzt werden, feindliche Kreaturen abzusenken. E halten, um den Druck des Taucheranzugs langsam wieder herzustellen, falls er beschädigt wird. Okay, was ist das hier? Die chemischen Lampen sind fast leer, aber ich denke, ich kann ihnen noch folgen. Okay, wir haben hier einmal Licht und einmal Harpune. Boah, das ist echt... Wenn hier irgendetwas irgendwie angeschissen kommt, ich piss mich ein. Die Form dieses Felsens ist nicht natürlichen Ursprungs. Ist das vielleicht eine Statue? Ja klar, das ist ein schwarzer Marker aus Dead Space. Kann ich hier auch Kuh machen? Tatsächlich. Kann ich hier springen, kann ich nicht wirklich. Überall so ein Siff-Scheißwasser. Okay, hier ist ein Helmchen. Wer immer das abgenommen hat, ist sicher tot. Alter! Alter! Was ist das denn? Oh, um Gottes Willen. Das Ding ist riesig. Ich habe mich gerade eben erst nur vor dem Anker erschrocken und dann kommt jetzt hier so ein Riesending angeschwommen. Hör doch auf. Soll ich hier runter oder wie? Okay, wir gehen runter. Ey, das ist... Oh Gott. Das ist schlimm. Um Gottes Willen. Ist das noch ein zweites oder was ist das?